Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Diablo 3 mit mir, dem Sascha. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde sagen, dass wir starten jetzt. Wir sollen die Elendgrube finden, die haben wir gefunden. Ah! Erzähl uns vom schwarzen Seelenstein! Leas Wir Mama! wissen von den dreien, mit denen die Horadrim die großen Übel gefangen hatten. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat einen Grund, ihn zu fürchten. Lass die in Ruhe! Aber sowas von. Ergreift sie! Na komm her, Jungs, hier. Noch nicht. Na komm her. Na, na, komm schon, komm schon. Jawolle. So, bevor wir mit Leas Mama sprechen, geben wir dem mal kurz eine Minute zur. Dass sie sich wieder getroffen haben. Wir gucken mal, ob hier noch irgendwas war. Aber ich glaube nicht. Nope, dann los geht's. Die stehen sich gegenüber und schweigen sich an. Auch nicht. Lea. Meine Tochter. Ihr kennt mich? Mein Liebling. Ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet. Aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen. Um dich nicht in Gefahr zu bringen. Wir sind hier nicht sicher. Wir bleiben besser in Bewegung. Sprech mit der Adria im versteckten Lager. Hey, verehrter Herr. Ich habe ein paar neue Waffen. Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich gegangen bin. Er wusste, dass ich berufen war, die Herrscher der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. Er ist von uns gegangen. Dann hat uns das Schicksal wieder vereint. Kains Werk, dein Werk, ist mein Krieg. Laut den horadrischen Texten verbleiben nur noch zwei Übel. Belial ist hier in Caldeum und Asmodan hat sich noch nicht gezeigt. Quest beendet, nice. Oh, steht schon wieder kurz vor Level 35. So, was wolltest du eben von mir? Ja, weg. Nee. Weg. 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 Wachen haben euch nach diesem schwarzen Seelenstein gefragt. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben, aber er schien nicht wichtig zu sein. Oh, das ist er aber. Er ist der Schlüssel dazu, das Böse für immer zu besiegen. Er wurde von dem Magier Soltun Kul erschaffen, um Dämonenseelen einzufangen. Ja, er war ein abtrünniger Horadrim, der von seinen Brüdern in Stücke zerhackt wurde, bevor er den Seelenstein aktivieren konnte. Sein Kopf wurde in der Oase von Dalgur versteckt. Wir müssen ihn holen. Denn wenn wir den Seelenstein benutzen wollen, um Belial und Asmodan zu besiegen, muss Soltun Kul wieder leben. Wir haben Leas Mutter Adria gerettet. Sie erzählte uns vom schwarzen Seelenstein. Einem Artefakt, welches das Böse für immer verbannen könnte. Ich muss ihn finden. Vor 300 Jahren habe ich Kul und 6 weitere gewählt, um die Horadrim zu schaffen. Er war ein großer Mann, der durch die Jahre der Jagd auf das Böse in den Wahnsinn getrieben wurde. Warum haben die Horadrim Soltun Kul getötet? Er gab sich mit Mächten ab, die nicht für Menschen bestimmt waren. Er versuchte, ein Artefakt zu erschaffen, das sein leeres Herz mit den Seelen von Engeln und Dämonen füllen könnte. Sie hatten keine andere Wahl, als ihn zu töten. Der Orden hat sich nie davon erholt.
Gut, weiter geht's. Wo soll man hin? Da unten soll man hin. Das ist ja widerwärtig. Ich habe gesehen, wie dieser Mann... Ich glaube, da vorne erwartet uns Besuch. Boah, was ist denn hier los? Hört mir zu! Der Kaiser! Ich kann nicht lange reden. Billy als Wächter beobachten mich ständig. Kaiser Hakan? Was tut ihr hier? Also ist doch... Ich hätte echt gedacht, dass es der Böse ist. Hört mir zu! Ich kann nicht lange reden. Billy als Wächter beobachten mich ständig. Kaiser Hakan? Was tut ihr hier? Verzeiht mein Verhalten am Hof. Die Wachen hätten mich getötet, wenn ich für euch Partei ergriffen hätte. Aber ich werde euch jetzt helfen, so gut ich nur kann. Das ist doch schon mal schön. Wie konnte all das passieren? Ich kann nur wenig ausrichten. Meine Berater und die kaiserliche Wache überwachen mich auf Schritt und Tritt. Wie kommst du denn hier runter? Ich habe versucht, mich zu wehren, aber Billy als Einfluss ist stark. Aber jetzt habt ihr mir eine Chance gegeben. Vielleicht meine einzige Chance. Wie könntet ihr mir helfen? Ihr seid hier, um Billy zu töten, oder nicht? Ich kann dabei helfen. In ein paar Jahren vielleicht. Ich kann trotzdem auf meine Art kämpfen. Ich will mein Reich zurück. Ich kann Belials Identität herausfinden und ihn euch ausliefern. Ja, das ist doch schon mal was. Ich weiß nicht, ob ich euch noch trauen kann, nachdem ihr eure Wachen auf uns angesetzt habt. Ich habe euch doch schon gesagt, dass das nicht meine Entscheidung war. Ich werde auf Schritt und Tritt kontrolliert und ich bin von Feinden umgeben. Aber ich schwöre, dass ich euch helfen werde. Ich werde es euch beweisen. Okay. Also scheint er doch kein Bösewicht zu sein. Ich dachte echt, dass... Na komm her. Oh, bist du. Alter, ganz schön viel Gold liegen gelassen. Dieser Schatz könnte uns von Nutzen sein. Natürlich, deswegen nehmen wir ja mit. Noch irgendwas liegen gelassen? Diese Nein. Wüste ist so leer. Beunruhigt euch das? Nein. Das ist doch keine Wüste. Was geht denn mit dir? Oh, wir stehen schon vor Level 35. Mal schauen, wer der Glückliche sein wird. Einer von euch wahrscheinlich. Na komm, na komm, na komm, na komm. Nee, noch nicht. Wer? Wer wird der Glückliche sein, der mich levelt? Na komm. Bäh. Akarat gewährt mir seine Gunst. Na super. Ein paar Fliegen waren's.
Also, Entschuldigung. Ich hatte gerade so einen grünlichen Farbton. Ich dachte, das ist eine von diesen Viechern. Daraus habe ich viel gelernt. Das freut mich. Ich denke mal, Level 40 schaffen wir heute noch. Dass das alles immer alles so heruntergekommen sein muss. Und kümmerten sich da keiner drum. Es ist so wunderschön. Naja. Jawohl. Ja, schon. Eine Blutweihe. Handlanger der Gefallenen. Da liegt eine Tasche. Bitte, helft mir. Die Flüchtlinge werden gute Sklaven abgeben. Und ihr eine gute Leiche. Na dann. Ihr habt etwas wahrhaft Edles getan, Krieger. Lasst mich euch zeigen, warum dieser Raum so wichtig ist. Danke dir. Die kaiserlichen Wachen wollten diese Flüchtlinge mitnehmen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Richtige Entscheidung. Ihr habt das Richtige getan. Das ist alles, was zählt. Ich bin nicht der Krieger, der mein Vater war. Nehmt euch aus seinen Truhen, was auch immer ihr brauchen könnt. Danke dir. Und pass schön auf die Flüchtlinge auf. Gut. Hallo. Na komm, ja voilà. Ups, das nehmen wir noch mit. Wo kommst du denn der Fall her? Leicht gequält. Nur Geduld. Das soll eine Oase sein? Also ich finde es jetzt nicht so richtig oasisch hier.
Oh, hallo. Na, kommt her, Jungs. Gott, was bist du denn? Narbenklaue. Fort mit dir. Noch nicht. Hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Noch nicht bereit. Ich muss mich erholen. Ja. Komm schon. Ja, warte. Komm, ja, warte. War knapp. Das war echt knapp. Kommt her, Jungs. Kommt schon. Mann, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Na, Leute, habt ihr mich vermisst? Komm schon, hack. Hopp, und nochmal und nochmal und... Ich komme gleich zu dir da hinten. Warte mal, dreh dich schon mal schon ein bisschen. Nur Geduld.
Bitte helft so vielen der Einwohner hier, wie ihr natürlich, gerne. Niemand sonst wird ihnen helfen. Bin ja auch der gute Samariter. Wir machen mal wieder eine kurze Pause. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es bitte in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Diablo 3 mit dem Sascha. Dankeschön. Wiederschauen.